Und damit hallo und herzlich willkommen zu Try to Fall Asleep. Ich dachte mir so, da heute Halloween ist, passt das ja auch einigermaßen. Was ist das denn hier? Achso, Alex ist ja. Try to Fall Asleep ist schon. Es ist ein Horror-Game und ihr werdet sehen, warum. Ich habe es nur ein paar Videos ab und zu gesehen, aber jetzt kann ich nicht mal selber spielen. Und ich würde sagen, wir starten. Hey. Oh Gott im Himmel. Okay, irgendwas ist explodiert. Das ist natürlich nie gut, ne? Spielst du übrigens auf Englisch, also ich muss es wieder ein bisschen übersetzen für euch, aber kriegen wir schon hin. Was zur Hölle? You Hi. must be John Heron, right? Well, nice to meet you, Mr. Heron. My name is AB. I'm a medical assistant robot. My core function is to give guidance to my patients and provide a supportive presence in case of an emergency, such as a mental breakdown, psychotic disruption, and so on. I was created by your treatment supervisor, Dr. Rick Norberg himself. So, Mr. Heron, I'd like to congratulate you on successfully recovering from your physical damages. Such a huge blast, and he didn't lose a limb. How about that? Anyway, Mal kann now that you blinken. have healed from your physical damages, we can start to work on your brain damage. Your Was? diagnosis says that you have memory losses as well as a few brain damages that might cause you to, hallucinate. Well, luckily for you, all those damages can be easily cured. In order to heal your brain damage, you'll just have to sleep and rest. Sleeping is the best medicine for your brain, as it is a good state for the brain to naturally heal itself. So, just fall asleep. Seems easy, right? Well, unfortunately, your brain damage might cause you to hallucinate, and that could be a huge problem. Potentially, if you won't stay calm, your stress will increase, and a huge stress will give you a cardiac arrest, a Oh. sudden stop of the heart. If that occurs, we might not be able to arrive in time to save you from death. So, you'll need to deal with your stress as best as you can. All right, let's walk you through the basics real quick. That device at the bottom left corner is your info panel, which has two pretty self-explanatory levels. Now, if you could close your eyes and keep them shut for a moment. Okay, now keep them closed for a bit. Now, open. See? Your sleep level just increased. If you fill it up before 4 a.m., you'll fall asleep. Yeah, and I find it fascinating how, BOOM! Gott im Himmel. Sorry, didn't mean to scare you that much. The point is, your hallucinations will increase your stress levels just like that. This level should be kept as low as possible. It'll go down if you'll keep your eyes open. Also, turning on that lamp will help you to lower the stress level faster. It is kinda broken. So try not to overheat the lamp and break it. Okay, looks like we're all set. Close your eyes, fall asleep, and I'll check on you in the morning. Good night, Mr. Heron. Okay, der Roboter wurde von jemandem entwickelt. Wir haben anscheinend irgendwie Halluzinationen nach irgendeinem Unfall und alles Mögliche. Und wir sollen jetzt vor 4 Uhr schaffen, einzuschlafen. Jedoch kriegen wir Halluzinationen und die increasen unseren Stress. Und wir dürfen nicht zu viel Stress kriegen, sonst kriegen wir einen Herzstillstand. Ja, die Lampe macht den Stress runter und wir müssen einfach nur die Augen schließen und einschlafen. Sieht einfach aus. Oh. Okay, das ist Kacke. Ey. Junge, da war einfach jemand am Fenster. Okay. Okay, gut. Mann, Gott, Hände, was ist. Was zur. Ich sehe Sachen, das ist nicht schön. Was soll das? Okay, wir haben nur vier Minuten oder so. Ich glaube, eine Stunde geht eine Minute. Wir müssen es einfach nur schaffen, einzuschlafen. Ey! Gott, wieso machst du nicht einfach die Gardinen zu? Das wird doch sehr viel mehr helfen. Gott,
Junge. Einfach die Geräusche, ey, das ist doch. Okay. Wir schaffen das. Einfach nur Knopf drücken. Einfach nur Knopf drücken. Wieso ist mein Stress so hoch? Hier ist doch nichts. Wir machen einfach die Augen zu. Ah, da war ein Mund. Okay, ganz ruhig. Oh Gott, ihr müsst wissen, ich habe die Sounds bei mir auf meiner Seite noch mal etwas höher. Das heißt, es ist für euch leiser, aber für mich lauter. Okay, wir haben viertelste Schlaf schon voll. Müssen es so komplett hochkriegen. Wir dürfen nur. Oh! Der war einfach im Haus. Junge, da ist jemand. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ah, scheiße, jetzt. Discord. Bitte jetzt nicht. Okay, wir kriegen. Ganz ruhig, wir schaffen das. Wir schaffen. Mann, diese Geräusche, Alter. Oh, danke, Robby. Macht uns ein bisschen Schlafmusik. Es ist schon 1 Uhr, Alter. Wir schaffen das nicht, oder? Komm schon. Ey. Komm schon. Nein, geh doch nicht hoch, Stress. Geh runter. 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 So ist gut. So ist gut. Das ist schwerer als gedacht, ey. Junge. Das ist nicht normal. Oh! Alter, was ist das? Wir haben gerade mal die Hälfte. Hör auf! Das passiert heute Nacht auch, wenn ihr versucht einzuschlafen. Okay, kriegen das hin. Kriegen das hin. Es ist nur irgendwie schwarze Suppe oder so. Alter, mein Herzschlag. Ist okay. Nein, kein Knarzen. Ruhig. Ruhe jetzt. Danke. Ich sehe nichts. Es wird doch immer dunkler, ne? Junge! Ist gut. Ist gut. Wir können ja planen, das ist ein Event und es passieren wahrscheinlich nicht zwei Events gleichzeitig, bitte. Das wäre sehr schön, wenn das nicht passiert. Hey, hallo! Der wollte mir ab. Nee, lass mal. Lass mal, wir haben nur 2 Stunden Scheiße. Go away, go away, go away, Why? go. Your stress is too high. Keep your eyes open and turn on a light. Ja. Tue ich doch gerade schon. Da steht ein Typ vorm Fenster. Ich kann mich mit X unter der Decke verstecken. Was funktioniert denn das? Interessant. Wusste ich gar nicht. Ja, gut. Wir müssen es jetzt schaffen. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wie viel haben wir noch? Nicht mehr so viel, ne? Nicht mehr so viel. Wir haben noch zwei. Wir haben zwei Minuten. Nein. Aus. Ich kann jetzt rein, die ganze Zeit die Augen zuhalten.
Oh dear. Look at the time. Please, try to fall asleep before 4 a.m. Ja, ich versuch's. Oh Gott, 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 oh Gott. Komm schon, 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 wir schaffen das, komm schon. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Komm schon. Oh, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wie kann das? Wie kann das nur so anstrengend sein, Alter? Hä? Was ist das denn jetzt? Hallo? Hallo? Ein Eingang zur Facility. Da sind zwei andere Ausgänge, die mich zum Generator bringen sollten. Was soll ich denn jetzt mit dem Generator machen, hä? Gehe aus dem Labor und lokalisiere die Generatoren. Okay. Hält das? Da war jemand. Exit. Ich gehe mal da raus, wo es Exit sagt, ne? Das ist so eine ganz komische Helligkeit, ne? Also. Ich glaube, die Generatoren sind da, wo es blinkt. Kann das sein? Gehe ich mal von aus. Sieht aus, als würde der Generator ein paar Sicherungen vermissen. Finde sie im Putz und mach die Power wieder an. Ich soll jetzt auch eine Sicherung suchen. Oh, ich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das glitzernde Zeug da ist eine Sicherung. Hab eine. Was? Hä? What the fuck? What the fuck? Hä? Was zu? Okay, da ist was, da ist was, da ist was ganz dicht hinter mir, da ist was ganz dicht hinter mir. Nein! Exactly, Alter, what the hell? Was war das? Holy shit. Alter. Ich muss sagen, die Umgebung gefällt mir aber. Okay. Gerade sehr Herzgeflatter, Alter. Wo muss ich jetzt genau hin? Ich muss noch eine Sicherung finden, ne? Hallo, irgendwelche blinkenden Objekte? Nee. Irgendwas? Mein Gott, ist das dunkel, ey. Naja, vielleicht können wir da einfach reintun und dann spawnt es die nächste. Ja, okay, nee, ich muss das alle finden. Ja, und wo sind die anderen? Hä? Oh, sag jetzt nicht, die sind hier drin. Okay, hier sieht man auf den ersten Blick nichts. Da auch nicht, vielleicht hier drin. Aha. Jetzt passiert auch sehr wieder was, oder? Close the doors. Welche? Wie? Welche Tür? Welche Tür? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hallo. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Nein.
nein, 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 nein. Höre zu. Dankeschön. Dankeschön. Nein, 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 nein. Nein. Ich hab gesagt nein. Nein. Oh Gott, Alter. Nein. Tür zu. Ey, ich hab die Tür zu. Nein. Zu. Welche? Oh Gott. Okay. Okay. 2 von 5 Fuses. Ach du Scheiße. Das heißt, wir haben... Ich glaube, wenn das Twister zu hoch ist, sterben wir auch, oder? Oh mein Gott, ey. Wie kriege ich das denn hin? Komm ich hier raus? Nee. Wo sollen denn hier noch Fuses sein, bitte? Blink, Blinky. Irgendwas Blinkendes? Nee. Okay. Ja. Das könnte natürlich ein Problem sein. Können wir reingehen? Hier drin sind wahrscheinlich keine, ne? Okay, warte, hier sind Container. Ist einer von denen offen? Nein? Nix? Hier zufällig irgendwo eine Fuse auf dem Boden, ne? Komisch. Wahrscheinlich, ich habe so ein ganz mulmiges Gefühl bei dem Spiel, ey. Mein Gott. Fällt der Knipp-Generator? Nein. Wo sind deine Sicherungen, hä? Kann ich da hoch? Nur. Oh, nee, doch nicht. Hey, ich habe keine Ahnung. Ich mag diese Sounds auch nicht. Das Atmen, ich höre Atmen. Nicht gut, diese. Warum wird die Musik lauter? Halt die Klappe, Musik. Werd nicht lauter. Fuck, wo soll ich lang? Okay, wahrscheinlich ist hier irgendwo eine. Richtig? Nein? Oh mein Gott, ey, wo sind die? Wo sind die Sicherungen? Ich habe keine Ahnung. Mann. Ich finde einfach keine. Wie soll ich im Gebäude, oder? Boah, ich weiß es nicht. Okay, mal gucken. Oh, hier geht's auch noch rein. Oh Gott, ich mag das ganz und gar nicht. Tatsache, die sind im Gebäude. Okay, was erwartet uns hier? Follow the light. Licht. Ich folge dem Licht. Und platziert sich das so? Oh Gott, der Ton wird immer... Oh Gott, renn um dein Leben, Junge. Siehst du nicht? Hallo? Hallo? Wo? Wo? Siehst du nicht? Ja, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Hallo? Ich sehe nichts. Jetzt oder so sterben. Ja, ich bin tot. Ich kann nichts machen. Oh Gott, oh Gott. Hallo? Taschenlampe? Nein? Okay. Dann halt nicht. F.
F. Okay. Ja, ich weiß, dass ich kurz vorm Sterben bin. Holy moly. Mann. Wir müssen noch zwei Fuses finden. Das heißt, wenn ich das nächste Mal verkacke, dann ist vorbei. Revival. Klingt schon nach einer komischen Firma. Hallo? Irgendeine Sicherung hier? Nein? Okay. Ich brauche nur Sicherungen. Hier ist Sicherung hier drin. Ne? Irgendwo hier? Dann gehen wir mal nach oben, wa? Warum sind die Wände so komisch überall? Ja, Gasmaske, cool. Hallo, irgendwas hier? Irgendeine Sicherung. Oh mein Gott, ey. Eine Sicherung? Nein? Ah, oh Mann, ey. Ich muss jetzt mit so einem Hardtracker spielen, Alter. Ah, nein, geh auf. Keine Ahnung. Hier muss doch irgendwo eine Sicherung liegen. Das kann doch nicht sein. Wo sind diese verdammten Sicherungen? Ein Klo? Naja, wahrscheinlich nicht. Oh Mann, okay. 3, 2, 1. Let's go! Reach the end. Oh mein Gott. Okay, ich kann springen zumindest. Das heißt, Jump'n'Runs vielleicht? Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Press Space to jump. Ach, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh Gott. Ach, ich habe eine Zeit. Okay. Nein! Und ich bin tot, oder? Ja, das haben wir nicht geschafft. Scheiße, ey. Oh nö. Und wir starten komplett von neu. Naja, was soll's. Es war ein kleiner Einblick in dieses Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir es jetzt nicht geschafft haben, aber naja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht mache ich ja nochmal eine Folge zu diesem Video. Eine Folge zu diesem Spiel, sorry. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.